Nehmen wir mal die Abkürzung und gucken mal kurz, wie, wie teuer das Haus ist. Gut, die Rampe. Hui. Oh, wenn ich ordentlich lande, dann gibt es einen ordentlichen Gap. Okay, das wird nichts. Okay. Lauf, 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 lauf. Komm, telefonier mal kurz. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau-Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Yep. Das Haus. Mir gefällt das Haus so sehr, dass ich eigentlich kaufen möchte. Moment, gibt es hier nicht noch andere Häuser, die irgendwie cool waren? Aber ich würde mir gerne, also ich würde sowieso das Ziel setzen, dass wir alle Immobilien kaufen, weil das gehört eigentlich zur 100% Sache dazu. Und deshalb würde ich eigentlich gerne sagen, wir kaufen das Haus. Außerdem ist es von der kartlichen Lage her ziemlich wobei, das ist auch cool. Wisst ihr was? Warum nicht? Und das ist eine Garage, das gefällt mir ziemlich gut. Hätte ich noch mein Auto, dann hätte ich das jetzt gespeichert da drin. Ah, shit. Ich will mich fallen lassen. Gut, schauen wir uns das Haus mal von hinten an. Finde ich auch früher ziemlich cool, immer die Häuser zu kaufen und dann zu gucken, wie das Interieur ist. Auch wenn das immer irgendwie gleich war. 19. August. Uniting the Families. 4. Gut. Wenn ich schon die die Gelegenheit habe, schaue ich doch mal, ob ich vielleicht noch eine gewisse Missionenreihe machen kann. Hier ist mein Auto. Das könnte ich theoretisch in meine Garage schieben. Ich weiß, was ich tun kann. Hohoho, ich weiß, was ich tun kann. Look da, du da. Ich weiß, was ich tun kann. Ho, du da, day. My freaking car. So, war das hier oder war das irgendwo anders? Das ist jetzt die Frage. War doch irgendwie... Karte. Da muss ich mal gucken. Könnte auch woanders gewesen sein. Was? Das will ich aber auch erstmal nicht sagen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier rein. Und werden mal ein bisschen trainieren. Können testen. Das hört sich gut an. Pistole, Runde 1. Gut. Ich hab meine. Komm. Hier. Hier. Meine Hand und hier. Runde 1. Bestanden. Karl spackt ein bisschen mit dem Arm rum. In der Runde werden sich die Ziele auf den Spieler zu bewegen. Okay. Das ändert allerdings auch nicht so viel daran, dass es ziemlich einfach ist.
Es wird ja schon schwerer, wenn die, ja, wenn die von rechts nach links gehen würden, aber selbst dann. Bist du in Runde 3 in dieser Runde? Ah, okay. Wer zuerst 20 Punkte hat, erreicht. Gewinnt. Scheiße, ey. So, 5-2-0. Ist noch nicht deutlich. ...12-2-0 ist auch immer noch nicht vollkommen deutlich, ne? Ja. Man macht gegen 1 auch mal 1-2 weg, ne? Ja, da habe ich ein bisschen daneben geschossen. Pistole und schießen. Siegreich bestanden. Ach, habe ich jetzt einen Mac? Ist nicht mal klug, so ein Feuer zu schießen. Wenn er gezielte Feuerstöße abzugeben. Komm. Oh, Freunde, ey. Macht ihr, ihr macht aber auch echt gar nichts. Okay, jetzt ist das im Übergang. Das ist ziemlich cool. Boah. Macht die gut, meine Freunde. Und? Das müsste der dritte und letzte sein. Nein. Da muss ich genau dann nachladen. Das ist natürlich scheiße gewesen. Puh, 12-1-1. Naja, ne. Mikro-SMG schießen, siegreich bestanden. Oh, da halte ich mir den Arm vor den Augen. Nice. Yay. Nice. Shotguns, liebe ich. So, mit Shotguns kann man eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Selbst die Typen nicht. Die lassen sich aber ein bisschen Zeit. Ich möchte mal probieren, ob man so zwischen die Dinger schießen kann. Man kann immer nur eins gleichzeitig abschießen. Man muss natürlich mal richtig zielen, das ist cool. Und Runde 2 beginnt. Freunde, ihr könnt mal euch ein bisschen beeilen. So, wir fangen gerade mit 2 an und ich bin gerade bei 3.
Wir haben den Skill verbessert. Das merkt man daran, dass er die schon mal ein bisschen anders hält. Hält die jetzt ein bisschen so, ich sag mal, an der Schulter hält er sie fest. Für mehr Präzision. Oh, das ist tatsächlich nicht mal so einfach. Gut, okay. Das könnte tatsächlich mal eine Challenge werden. Scheiße, ey. Da bleibt immer zwei vor mir. So, ich bin jetzt ein im Rückstand. Jetzt bin ich im Vorstand-Vorteil. Okay. Das war tatsächlich knapp, ey. Applaus. Ja, komm, später wieder. Was ist mit der AK? Habe ich die noch nicht? Hitman. Und jetzt, meine Damen und Herren, werden sie Zeugen. Hä? Habe ich nicht Hitman-Level erreicht? Ah, da fällt mir ein, ich könnte eigentlich Munition kaufen dafür. Das ist ein Pizzaladen. Später Lebenserkenntnis. Das ist ein Pizzaladen. Sicherlich. Monsieur, ich hätte gerne le Pistole de Maxim. Le Grosse MG. Merci. Schrott hinten? Ja, nee, Gewehr. Das ist nämlich ein geiles Teil. Schön ist 1000 pro, ja, 1000 für ein paar Kugeln. Definitiv. Was macht die Oma auf meinem Grundstück? Eigentlich wollte ich gar nicht mal aussteigen. Ich wollte einfach nur... Crazy. Oma, runter da. So. Cool, das ist sogar ein Fenster in der Garage. Das finde ich gut. Ja. Habe ich eigentlich... Vielleicht sollte ich mal neue Kleidung kaufen. Ich glaube, hier gibt es keine, oder? Weiß nicht. Gibt's hier. Oh, sehe ich nicht. Nee, den mache ich mal hier. Speichern wir das mal auf dem gleichen Stand. Jawohl, meine Kinder. Da hat jemand genießt laut. Und deshalb verabschiede ich mich für heute und sage bis dann.